Hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zum Läufer-Talk. Und ich habe jetzt einen Gast dabei. Das ist der David Rott. Viele werden ihn wahrscheinlich auch aus dem Fernsehen kennen, Schauspieler. Aber das ist heute nicht das Thema. David Rott ist auch Läufer, Ultraläufer tatsächlich auch. Und David, erzähl doch einfach mal, wie du zum Laufen gekommen bist, was dir das bedeutet und was du da jetzt eigentlich genau machst. Erzähl doch mal. Ja, hallo erstmal. Mein Name ist David. Ich bin von Beruf Schauspieler, aber in erster Linie hier jetzt als Läufer, wie du schon richtig gesagt hast. Ich laufe noch gar nicht so lange. Ich habe vor 1,5 Jahren angefangen mit dem Laufen und eigentlich aus einer Situation, die weniger sportliche Gründe hat als eher mentale. Mir ging es nicht so gut. Ich habe seit langen Jahren eigentlich wiederkehrend immer mit Depressionen zu tun gehabt, die mich so eingekapselt und so aus der Bahn geschmissen haben, dass das für mich und auch für die Menschen, mit denen ich lebe, meine Familie, so bedrohlich geworden ist, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt was machen, sonst kann ich mich einliefern lassen oder sonst weiß ich auch nicht mehr oder sonst wird es echt gefährlich. Genau, und da habe ich dann die glorreiche Idee gehabt, mich in Flensburg beim Marathon anzumelden. Ich bin davor eigentlich gar nicht gelaufen, muss ich sagen. Ich habe auch geraucht bis vor dem Sommer vor einem Jahr und auch gut und gerne mal Alkohol getrunken. Eigentlich jeden Abend so meine Feierabendbiere. Ja, das war so mein Status quo, genau. Lange hast du eigentlich geraucht dann? Also, Wie bitte? wie lange hast du geraucht davor, also bevor du aufgehört hast? 25 Jahre. 25 Jahre. Ja, seit ich 15 war eigentlich. Das ist krass. Ich habe ein paar Jahre geraucht, das darf eigentlich auch keiner wissen, ne? Jetzt mal als Lauftrainer, wenn man das so erzählt. Und was machst du da jetzt genau beim Laufen? Du bist ja Ultraläufer tatsächlich auch irgendwie geworden. Und was ist das, warum eigentlich? Der Ultra. Wieso gleich so Warum extrem? Ultra? Ja, ich muss vielleicht ein bisschen erzählen, wie das gewesen ist. Es ist ja noch nicht so eine lange Geschichte. Ich habe mich für Flensburg angemeldet für den Marathon und das ist groß in die Hosen gegangen. Ich bin da mit 4,38 ins Ziel gekrochen und habe gedacht, sowas mache ich nie wieder. Und eine Woche später habe ich mich dann für den Frankfurt-Marathon angemeldet. Der Flensburg-Marathon war, glaube ich, so 23. Juni oder was rum und dann Ende Oktober war Frankfurt. So, und dann habe ich mir von den Freunden von Bewegt, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, das sind vegane Läufer aus Frankfurt, die haben auch Trainingspläne, habe ich mir so einen Trainingsplan gekauft für unterschiedliche Zeiten und habe dann trainiert. Und das ist auch ganz gut gelaufen. Also ich bin eine Stunde und 40 Minuten schneller gewesen als bin 3:16 gelaufen. Das war toll, also lief wirklich ganz gut an dem Tag. Eigentlich aber auf dem Weg zu diesem Marathon im Training habe ich gemerkt, dass es sowas gibt wie Ultra. Das klang schon mal gut, finde ich. So, und bin im Laufe dessen immer mehr und immer länger gelaufen. Ich habe schon relativ bald gemerkt, dass ich jetzt nicht die schnellste Rakete unter der Sonne bin und dass es da Leute gibt, die wesentlich schneller sind als ich. Aber zäh bin ich. Ich halte lange durch. So, ja, und damit habe ich dann begonnen und habe nach Frankfurt eigentlich weiter trainiert auf Rottgau. Und das war mein erster kleiner Ultra. Es war ein 50-Kilometer-Lauf hier bei mir in der Nähe. Ich lebe bei Frankfurt. Genau, das sind so 5-Kilometer-Runden. Ich habe mein Ziel nicht ganz geschafft, aber ich habe durchgängig trainiert daraufhin eigentlich so. Und dann nach Rottgau hatte ich eigentlich den Plan, mal so frei zu laufen, mal einfach so, wie es mir gerade geht, ohne jetzt große Trainingspläne. Und das hat wieder so ungefähr eine Woche gehalten. Und dann habe ich mich für den ZUT angemeldet, also für den Zugspitz Ultra Trail. Das ist ein 100-Kilometer-Lauf mit 5.500 Höhenmetern. Der Juli gewesen, Sommer, also Johanni rum und ist dann auch abgesagt worden. Aber da bin ich gleich, habe ich dann nach Michael Arendt trainiert drauf und bin im Training geblieben. Und dann kamen so unterschiedliche Sachen. Dann habe ich um Ostern herum, es gibt so einen Podcast, der heißt Wechselzone und die haben so eine Challenge ausgerufen, so eine virtuelle Challenge. Das war ja sehr, sehr en vogue irgendwie zur Corona-Zeit.
Und da gab es über die Osterfeiertage unterschiedliche Kategorien, die man machen konnte. Und eine davon war, möglichst viele Kilometer in diesen 4 Tagen zu laufen. Und da habe ich das mal probiert und bin 2-3 Mal am Tag gelaufen. Bin dann gewonnen. Das war mein erster Wettkampf, virtueller Wettkampf, den ich gewonnen habe, und bin so 153 Kilometer in den 4 Tagen gelaufen. Mhm. Ja, das fand ich gut. Dann habe ich 2 Wochen später noch so eine 200-Kilometer-Woche gemacht. Einfach um mal auszuprobieren, wie das körperlich funktioniert. So, und hab gleichzeitig aber sehr viel regenerativ gemacht, also Yoga gemacht, gedehnt und alternativ Fahrrad und so. Genau. Dann bin ich noch einen wirklichen Ultra gelaufen mit einem Freund von mir im Pfälzerwald. Ja, also eine 100 Kilometer, 117 Kilometer war das. Ja. Also das Weiteste war dann noch die 117 Kilometer oder gab es noch was Weiteres? Nee, das ist bis jetzt das Längste, was ich gelaufen bin. Und ich glaube, von dem Level, auf dem ich läuferisch bin, wird das auch erstmal so bleiben, weil die 100 Meilen, das traue ich mir noch nicht. Also da bin ich einfach noch nicht da. Und ich muss auch erstmal gucken, ich habe jetzt in den letzten Wochen bin ich ein bisschen runtergefahren und da muss ich von der Basis auch erstmal wieder hochkommen. Das geht mich jetzt ja auch, weil ich auch in diese Richtung ja mich entwickeln möchte, Ultraläufer zu sein oder zu werden. Ja. Wie ist denn da das Thema Regeneration? Wann kann man denn wieder mit einem Wettkampf starten, wenn man jetzt zum Beispiel zu 117 Kilometer Wettkampf gemacht hat beispielsweise. Kann man dann sagen, man kann nach 2 Monaten wieder einen neuen Lauf angehen? Oder? Ja, nach 2 Monaten danach kannst du den auf jeden Fall mit dem Training beginnen, denke ich auf jeden Fall. Also bei mir war das jetzt so, nach dem Lauf, den ich gemacht habe, habe ich zwei Wochen danach oder so, drei Wochen danach bin ich mit den Jungs von Willpower, die man hier auch sieht, Willpower Running, sind gute Leute, kann ich ein bisschen Werbung von machen. mit denen zusammen bin ich an der Zugspitze gewesen, als der Zugspitz Ultra Trail sein sollte, haben wir die Strecke in 2 Etappen sind wir gelaufen und da habe ich schon gemerkt, dass ich noch nicht wieder auf der Höhe bin. So. Mhm. Ich bin auch weniger gelaufen. Ich bin am einen Tag, glaube ich, um die 50 gelaufen, am nächsten Tag nochmal um die 30, was ja insgesamt weniger ist. Aber vor allem durch die Höhenmeter, das ist das, was einen so ein bisschen killt, beziehungsweise mich in erster Linie, die Downhills, die haben mich am meisten gecrashed. Also ich glaube, dass man sollte das schon nicht unterschätzen, was von der Erschöpfung das ist. Also ich habe nach dem Ultra selber keinerlei Verletzungserscheinungen gehabt, direkt danach. Eine Woche später kam was, dass ich so eine... ja, wie heißt das, die Langstrecker, also auf der Oberseite vom Fuß geht so ein Ding hoch, das den Fuß eigentlich anzieht. Und diese Sehne, die hat irgendwann so geknirscht. Das ging aber erst so 5-6 Tage nach dem Ultra eigentlich los. War so ein bisschen komisch. Da hatte ich so ein bisschen mit zu sorgen. Aber im Großen muss ich sagen, bin ich körperlich komplett unbenommen da durchgegangen. Und die mentale Erschöpfung, die aber auch da ist, die ist... Das kann man mal beobachten, dass man gerne nach so einem Teilen irgendwann in heftige Streits kommt, irgendwie, die man gar nicht damit in Verbindung setzt, aber die einem passieren so, weil die Erschöpfung so tiefgehend ist, ja. Eigentlich, auch wenn man sich gar nicht so erschöpft fühlt. Dauert schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man da irgendwelche Daumenregeln machen kann, aber ich glaube, weiß ich nicht, einen Monat nach so einem Lauf kannst du schon wieder anfangen zu trainieren. Du musst halt gucken, auf welchem Level du wieder anfängst. Ne? Also ich glaube, ja. Ich glaube, man sollte das schon nicht zu früh ansetzen. Gut ist, glaube ich, also ich bin nach dem Lauf eigentlich komplett aufs Fahrrad ein bisschen umgesattelt und habe dann da auch längere Strecken gemacht. Das war ganz gut, aber das darf man auch nicht verwechseln. Ich dachte ja, Mann, Gott, jetzt bin ich bin mit meinem besten Freund, ich habe es vorhin im Vorgespräch schon erzählt, mit dem Fahrrad von Frankfurt nach Marseille gefahren, beziehungsweise mein bester Freund ist von Schleswig über Frankfurt nach Marseille gefahren in weniger als 2 Wochen. Und das waren dann auch pro Tag so um die 100 Kilometer. Wo ich dachte, danach ich tierisch in Form.
Aber das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen, auch muskulär. Also ich habe da wirklich wieder neu anfangen müssen. Ja. Ja, krass. Ja, und du bist ja auch mit veganer Ernährung beschäftigst du dich oder du setzt es ja auch komplett um, ne? Was für einen Einfluss hat das denn auf dieses Ultra? Ja, ich beschäftige mich da nicht mehr so viel mit. Ich bin seit 3 oder fast 3 Jahren jetzt vegan, genau. Ja, okay. Ja. Und hat das irgendwo auch einen Einfluss auf das Training, auf die Trainingsleistung, wenn du jetzt trainierst? Ja, ist jetzt eine schwierige Frage, ne? Weil ich ja schon vegan war, als ich angefangen habe mit dem Laufen. Ach so, okay. Aber ich habe das Gefühl, also ich habe nicht das Gefühl, ich kann es ja eben aus dem Grunde nicht wirklich vergleichen. Mhm. Kann ich nicht sagen. Dann frage ich mal anders. Ich würde aus Überzeugung natürlich gerne vollmundig behaupten, ja, also mit veganer Ernährung bist du super viel schneller, läufst viel länger, ist alles besser. Aber wenn ich ehrlich bin, kann ich es nicht wirklich, ich habe es halt nicht ausprobiert. Ja, ich werde das nochmal ein bisschen ausstudieren, das ganze Thema. Ja. Dann frage ich mal andersrum, warum bist du eigentlich vegan geworden? Ich bin vegan geworden, weil ich das eigentlich schon sehr lange als richtig empfinde oder eher die Frage für mich irgendwann war, warum ich eigentlich nicht vegan bin, weil eigentlich so viele Punkte dafür sprechen. Also das ist eine ethische Geschichte. Ich war, als ich angefangen habe, damit waren wir in Neuseeland und wir sind mit dem Bus, also mit so einem Wohnmobil durch so eine wahnsinnig langen Felder gefahren, so Highway-mäßig und rechts und links waren Felder, da waren Schafe drauf oder Kühe drauf. Ja. 500, 1000, wo ich dachte, ey krass, warum sind die eigentlich da? Und was passiert mit denen? Mhm. Und als nächste Frage, wie viele von denen landen einfach auf dem Müll? Also die ökonomische Frage dann, dass ich bemerkt habe, dass wenn man den Gedanken eigentlich mal weiterdenkt, ist gar nicht wirklich zwei Meinungen für mich irgendwie gibt. Ich aber bei mir bemerke, dass immer, wenn ich im Supermarkt am Regal bin, das irgendwie nicht so wirklich zusammenkriege, sondern das dann einfach einkaufe. Und wenn das ein Steak ist, ja kein Tier, sondern es ist ein Steak. So, ne? Also das, habe das einfach sehr gerne. Ich habe sehr gerne Fleisch gegessen. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, das war einfach so eine Silvesterentscheidung. Ich habe gesagt, so, ich probiere das jetzt einfach mal. Probiere das mal aus, wie das ist für mich, ob mir das dolle fehlt und mir auch offen gelassen, dass wenn das nicht klappt, das dann nicht zu machen. Und am Anfang redet man da sehr gerne drüber, gibt einen guten Witz. Woran erkennt man einen Veganer? Woran erkennst du einen Veganer? Er erzählt es dir. Ja, also das hört zum Glück dann irgendwann auf und man macht das dann eigentlich. Du missionierst aber nicht. Wie bitte? Du missionierst aber nicht damit, ne? Nee. Also bei uns ist es auch so, dass unsere Kinder zum Beispiel, die essen Fleisch. Also wir gucken halt, wo wir das Fleisch holen. Wir holen das Fleisch nicht mehr aus dem Supermarkt, sondern fahren dann ab und zu mal auf den Hof. Ja. Auch nicht so oft, aber da sind wir dann schon genau. Das wenn und dann ist das für die auch ein Fest so. Aber ich finde, die sollen diese Entscheidung selber treffen. Ich finde es auch anstrengend, wenn Leute so kampfmäßig auf einen zukommen und einen von der besseren Lebensweise überzeugen wollen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das Leute dazu gebracht hat, vegan zu werden, dass man ihnen irgendwelche Schlachthausvideos zeigt. Also ich glaube, durch ein positives Beispiel bringt das mehr. Ja, genau. Also ich kann nur für mich sprechen. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden und wir haben das Tier aufwachsen gesehen und das ist auch dann geschlachtet worden. Ja, das ist ja nochmal ein ganz anderer Unterschied, als wenn man da jetzt bei einem Supermarkt, einem sehr bekannten Supermarkt, jetzt einkaufen geht und am Tresen steht und hat dieses Fleisch da vor sich liegen, was jetzt auch so Massentierhaltung ist und kauft das jetzt ein. Das ist ein kleiner Unterschied. Wenn man weiß, okay, wo kommt das? Ja, genau, das dachte ich auch immer. Das ist ja auch das, was du gerade geschildert hast, dass deine Kinder dafür auch ein Bewusstsein entwickeln, okay, wir fahren jetzt da auf die Hofschlachterei oder so, oder auf dem Hof, wo das herkommt, dann macht das auch mehr Sinn. Ja, naja, genau. Das, genau, so machen wir es. Für mich geht es noch ein bisschen weiter, wo ich mir dann denke, ja, ich glaube, dass es heute nicht mehr sein muss. Ja.
Ich glaube, dass wir heute auf dem Level von Zivilisation und Gesellschaft, wo wir sind, es eigentlich nicht mehr sein muss, dass irgendein Tier stirbt, weil ich sage, ich habe Bock darauf, das zu essen oder es schmeckt mir gut. Also das mache ich ja mit anderen Leuten auch nicht. Ich sage, die schmecken mir gut und kill die dann. So. Aber wir brauchen das auch nicht zu so einer... Ich finde, da ist genug drüber zu lesen, wen das interessiert. Ich finde das richtig und finde das gut, aber das muss auch jeder für sich selber... Ich würde es mir wünschen, dass es viele Leute sich mehr damit beschäftigen würden. Es gibt auch ökologische Gründe, wieso man sich das näher angucken kann. Es gibt so einen ein bisschen reißerischen Film, The Game Changer, den man sich anschauen kann dazu. Ja, aber das sollte vielleicht nicht unser Hauptanliegen hier heute Abend sein. Nein, absolut nicht. Ja, aber mich macht das natürlich neugierig und interessiert mich auch, ja, was die Gäste so treiben. Was ich gemerkt habe, ein Unterschied, was dem Laufen zugutekommt bei der veganen Ernährung, ist, dass du wesentlich weniger Energie mit Verdauen verbringst. Das heißt, du hast viel mehr Energie zur Regeneration zur Verfügung. Dadurch, dass du, also diese ganzen tierischen Eiweiße sind ja viel schwieriger aufzuspalten enzymatisch auch als jetzt pflanzliche Nahrung. Und ich das Gefühl habe, dass ich viel fitter bin, viel wacher bin, viel weniger müde bin, leichter bin. Sag mal, was passt du eigentlich noch so vor? Was willst du jetzt nochmal laufen? Also Corona ist ja momentan so ein bisschen, macht das natürlich ein bisschen schwierig. Viele Wettkämpfe sind abgesagt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das in der Ultraszene ist. Ja, also ich bin noch angemeldet für einen Ultra dieses Jahr, einen kleinen, das ist der Baldeneysteig in Essen. Aber wir rechnen alle damit, ehrlich gesagt, dass das nicht stattfinden wird. Der ist noch nicht abgesagt, gibt es Anfang November eine finale Aussage. Der ist am 15., glaube ich, 15. oder 16. an dem Wochenende November. Ja, ich bin, nachdem der Zut ausgefallen ist, angemeldet fürs nächste Jahr oder habe es noch nicht gemacht, aber habe den Voucher, den Gutschein, den nächstes Jahr laufen zu können. Wir wissen das nicht, ob das stattfindet. Ne? Und am Anfang fand ich das ganz furchtbar, weil einem so in der ganzen Selbstverständlichkeit der Termine von Wettkämpfen und der Strukturierung, die aus dem Leben ja oder auch dem Mindset, ne? dem Kalender, dem ganzen Leben eigentlich gibt, so, das wurde einem weggezogen. Ich habe das als ganz positiv erlebt irgendwann. Dass man sagt, okay, ich schaffe mir selber Sachen, ich schaffe mir mit Freunden zusammen Wettkämpfe oder ähnliche Sachen, wie das jetzt in Werschau mit diesem Backyard Ultra. Als Ziele, ja, wenn ich jetzt Western States sage, das ist so ein Traum, aber das, ich glaube, Western States kann man vielleicht mal kurz erklären, ich weiß nicht, ob das alle wissen, das ist so, es gibt in Europa, gibt es den UTMB und in Amerika gibt es den Western States, das sind beides 100-Meilen-Läufe, UTMB vielleicht ein bisschen mehr Berg, alpinlastig und Western States. Ja, da kommt man auch nicht hin, da muss man sich qualifizieren für und das muss man auch erstmal machen. Aber jetzt im nächsten Jahr, ich habe ehrlich gesagt vor, selber einen Ultra zu gründen irgendwann. Ich komme ja auch aus Schleswig-Holstein und bin in Angeln groß geworden. Das ist so in der Nähe von Kappeln. Ja. Kappeln, Süderbrarup, so die Ecke. Und mein Plan war eigentlich, dass man so einen Sea-to-Sea-Lauf macht. Also, dass man jetzt mal, was weiß ich, in Eckernförde losläuft, zum Beispiel nach St. Peter-Ording oder Flensburg nach Dagebühl oder sowas. Irgendwie schaut, wo ist die schönste Strecke, wo entlang. Und dass man da einen Lauf macht, den man mit Fahrradsupport vielleicht machen kann oder so. Das hatte ich überlegt. Mhm. Muss man halt mal gucken. Das ist halt auch abhängig von den Corona-Bedingungen. Ja. Aber ich glaube, es gibt auch einen, der von der Ostsee zur Nordsee geht. Du wirst da wahrscheinlich mehr wissen, du kommst aus der Gegend. Ja, ich hatte das Ostsee zur Nordsee hin. Gibt es einen Lauf zwischen den Meeren? Das ist ein Staffellauf. Aber wo du das jetzt gerade ansprichst, bitte. Ja. Also ich gründe nächstes Jahr meinen Lauf zwischen den Meeren sozusagen. Also, ja? Ja. Also ich mache am 30.05. Nächstes Jahr, das ist der MS-Welttag. Meine Mutter, die hat ja MS. Und, ich habe einen Film gemacht zur Multiple Sklerose. Ne? Kann ich mal kurz, den kann ich dir schicken. Ich habe einen Film über Multiple Sklerose gemacht, wo es darum genau geht. Krass.
Den kannst du mal aufschreiben. Der heißt Balanceakt. Balanceakt. Und ich kann dir das als Link auch schicken, wenn du möchtest. Ja, sehr gerne. Ja, ich erzähle mal ganz kurz meine Story. Also meine Mutter, die hat MS. Und das ist jetzt nicht nur ein Vorwand, sondern das ist jetzt auch meine Geschichte. Und das gibt dem ganzen Projekt jetzt hier, was ich jetzt hier mache, auf YouTube, aber auch generell ein Gesicht. Und ich habe halt mir überlegt, was kann ich jetzt machen, um den Leuten auch zu helfen. Und dann ist die Idee entstanden, jetzt einen Ultramarathon zu machen. Und ich laufe jetzt in St. Peter-Ording los und laufe nach Eckernförde. Ich versuche das jetzt noch auf 100 Kilometer hoch zu drücken. So. Das sind eigentlich so, wenn man das bei Google Maps eingibt, hast du dann 95, 96 Kilometer. Und das findet dann auch an dem MS-Welttag statt. Das ist der 30.05. nächstes Jahr. Das ist, glaube ich, ein Sonntag. Und ja, das laufe ich dann an einem Tag. Und dann gibt's das läuft dann auch zusammen mit der DMSG Schleswig-Holstein, also dem Verein hier für MS, und die sich da auch für einsetzen für die ganzen Leute, die daran erkrankt sind. Und dann gibt es auch ein Spenden. Das ist ja super. Merchandising, oder wird das durch die Presse gejagt und alles. Ne? Das soll jetzt aber eigentlich hier nicht Thema sein, aber es passt eigentlich auch zu dem, was du jetzt hier gerade so machst. Und das habe ich vor. Ich finde es aber super, dass du das erzählst, weil ich habe vor 3 Jahren, wir haben den 2017 gedreht, 2018 lief der. Und deshalb habe ich mich mit dem Thema sehr viel beschäftigt, ehrlich gesagt. Und auch gerade ein Nachbar, der erkrankt ist daran, ich merkte, dass er irgendwie nicht so gut zu Fuß mehr war, obwohl er gar nicht so alt ist, und habe mir das schon gedacht. Es gibt ja unterschiedliche Ausformungen. Ja. Aber das ist ja total spannend, dass du genau dieselbe Idee hast. Ich merke, du bist müde, war lang, wa? Nee, das geht mir ein bisschen nah. Oh. Ja, alles gut. Ja, ich versuche das auch ein bisschen zu verarbeiten auch, ne? Ja. Aber das ist halt eine tolle Geschichte auch. Und natürlich ist auch die Idee dahinter, dass es nachher auch mal ein Lauf ist für Ultraläufer, ne? Dass man daraus vielleicht was macht. Wie willst du das supporten? Hast du dann irgendwelche VPs da? Oder lässt du jemanden mitfahren? Oder? Es fährt eigentlich grundsätzlich permanent erstmal ein Kameramann mit. Und dann natürlich auch so unterschiedlich, also es geht jetzt langsam in die Planung rein. Ich kann das jetzt noch nicht genau beantworten, aber es wird dann auch so ein paar Stationen geben, wo man sich dann halt mal entlasten kann auch und so. Ne? Und ich muss mal gucken, wie, das ist für mich jetzt auch das erste Mal, so eine Grenzerfahrung auch zu machen, Ultra zu machen. Ich habe das vorher nicht gemacht. Ich bin, glaube ich, das sind mal 50 Kilometer. Ich taste mich jetzt da langsam ran und möchte mich auch gerne dahin entwickeln. Ne? Also das ist auch so der Hintergrund jetzt. Ne? Also, ja, aber schön, gibt es ja viele Überschneidungspunkte. Ja, sehr interessant. Freut mich. Ja. Ja, cool. Sag mal Bescheid, wenn das spruchreif wird, oder läufst du es allein? Ich laufe nicht alleine. Aber natürlich kannst du ein Stück mich begleiten. Oder? Okay. Das ist kein Problem. Wenn du Bock drauf hast, dann kannst du das gerne machen. Ja. Freue ich mich natürlich drüber. Also es werden wahrscheinlich nachher einige Anfragen dann auch da sein, ne? Dass dann Leute mitmachen wollen oder so. Ja, ich dokumentiere das mit diesen ganzen Trainings. Ich mache da auch so Sachen wie, jetzt reden wir über mich, ne? Scheiße. So, mach du nicht. Das ist so, viele Dinge sind noch gar nicht so richtig geplant, die sind bei mir noch so im Kopf, aber es geht halt darum, meine Mutter wird beispielsweise interviewt, dann laufe ich auch mit einer MS-Erkrankten, die zum Beispiel aus dem Rollstuhl wieder aufgestanden ist irgendwann, und die ist halt mit Physiotherapie, mit Therapie generell irgendwo dahin gekommen wieder, dass sie jetzt auch tatsächlich 10 Kilometer Wettkämpfe machen kann und unter einer Stunde die laufen kann, obwohl sie MS hat. Solche Menschen, das ist richtig krass. Mit solchen Leuten werde ich mich auch treffen und die interviewen. Und natürlich geht es auch um dieses ganze Ultramarathon-Thema, wie man sich halt mental darauf vorbereitet, aber auch vom Training her. Das wird auch dokumentiert über das ganze halbe Jahr hinweg, von Januar bis Mai. Genau, das sind so die Themen, die ich. Okay, wie baust du dein Training auf? Ja, das ist halt ein Training, wo ich halt ganz spezifisch auf Kraft- und Athletiktraining gehe. Da gehe ich auf Lauftraining, aber auch mache alternative Sportarten wie Radfahren und Schwimmen. Ja. Also so eine komplette Kombination. Und das Thema Ernährung ist dann auch ein großes Thema. Deswegen war auch dieses vegane Thema, was ich dich da gerade eben gefragt hatte, wie du das alles so machst, für mich ist das natürlich auch interessant. Ne? Also, wahrscheinlich. Ja. Würde ich mich auch dann eine Zeit lang vegan ernähren, vielleicht auch dabei bleiben, das weiß ich nicht. Weil es eben halt auch leistungsfördernd ist. Ist es wirklich? Ja, macht auch Sinn.
Also ich glaube, was spannend ist, denn, also unabhängig vom, also als Tipp vielleicht, was die das Training betrifft, ist, dass du dass weniger das aktive, das progressive Training, wo es um die Muskeldestruktion geht, spannend ist, sondern eher, habe ich gemerkt, schlafen, Yoga machen. Also all die Sachen, die, Alter, ja, wirklich, kein Scheiß. Yoga ist so, so wichtig, weil, also ich glaube, ansonsten ist halt die Verletzungsgefahr halt schon gegeben, ne? Wenn du nicht im gleichen Maße guckst, dass du Erholung machst. Also das hat mir eigentlich geholfen, dass ich in der ganzen Zeit, die ich verbracht habe, eigentlich keine nennenswerte Verletzungen gehabt habe. Schlafen, Blackroll, Yoga, das waren eigentlich so die wichtigsten Sachen. Genau, und dann auch gucken, Essen und Ernährung ist natürlich während der Ultra-Wettkämpfe, eigentlich auch während der kürzeren Wettkämpfe, aber während der längeren noch mal mehr, weil du irgendwann auch keine, weiß ich nicht, keine Riegel, Gels mehr sehen kannst. Irgendwie, dass du ausprobierst, was du verträgst. Ich weiß nicht, ob du einen guten Magen, wie dein Magen sich verhält bei so Stresssachen. Du läufst es ja auch nicht so schnell wie jetzt andere Wettkämpfe, dass du guckst, wie du damit umkommst. Ich habe, also mich hat am Ende zum Beispiel saure Gurken gerettet. Sachen, die ich überhaupt nicht sonst gehabt habe. Aber am Schluss, ja, ich habe gemerkt, so bis, weiß nicht, 40, 50 Kilometer habe ich noch irgendwie süß, und die Gels sind ja auch meistens süß, irgendwie nehmen können, wobei ich gemerkt habe, dass wenn ich die Gels ins Wasser, ins Trinken rein tue, das eigentlich besser ist, als wenn ich sie mir so in den Mund mache. Und dass umso länger es läuft, eigentlich sowas wie Gemüsebrühe, Kartoffelbrei, saure Gurken, dass so die Sachen mir und auch meinem Kollegen viel mehr was gebracht haben. Und irgendwann halt sowieso das Problem ist, dass du sowieso nichts mehr essen willst und trotzdem essen musst halt, ne? Gucken, wie du dann das verträgst, so. Ja, ist schön, ist wirklich, wirklich toll, vor allem mentalmäßig so. Dann auch, aber du wirst wahrscheinlich durch den Tag laufen, ne? Wobei bei 100 Kilometern, genau, bei 30. Mai hast du lange hell. Da hast du kein Problem wahrscheinlich mit der Dunkelheit. Das geht schon. Das ist eher so das Thema Hitze wahrscheinlich, ne? Das ist gerade so der Zeitpunkt, wo dann wirklich von den kälteren Tagen das dann halt richtig heiß wird in Schleswig-Holstein. Das ist meistens dann so dieses Ja, Wochenende, ja, ja. wo es losgeht. So kenne ich das halt immer meistens von dem anderen Lauf, dieser Staffellauf, von dem ich erzählt hatte. Ja. Der findet auch so im ähnlichen Zeitraum statt. Und da war es dann halt auch mal so an dem Tag, genau an dem Tag natürlich, wird es ganz, ganz heiß. Und wenn man da wirklich dann nicht nur eine Staffelstrecke läuft, sondern so zwei oder drei, das habe ich meistens auch mal gemacht, dann hast du manchmal das Glück, dass das wirklich dann gerade so oh, über Jage beim Flugplatz rüber geht oder so, ne? Und das kennst du. Ja, genau. Und ja, trinken, 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 ne? Oder was du halt machen kannst, sind halt so nasse Lappen im Nacken und den ganzen Spaß, ne? Oder Eiswürfel in Handtuch und das in den Nacken irgendwie rein. Wenn du so, ich meine, wenn du jemanden mit Satteltaschen dabei hast, der mit dem Fahrrad fahren kann, oder wenn du verschiedene VPs hast, also wir haben das so organisiert, dass meine Familie, beziehungsweise meine Frau hat zwei, drei, zusammen mit meinem Schwiegervater, zwei, drei Verpflegungsstationen organisiert, und dann die Freundin von meinem Mitläufer hat die restlichen gemacht, sodass wir maximal, ich glaube, einmal hatten wir 20 Kilometer oder zwischen 15 und 20 Kilometer. Ansonsten immer alle 10 Kilometer. Aber das ist, glaube ich, anders, wenn du flach läufst, also wenn du jetzt dollen Wind hast, so. Aber mit den Höhenmetern ist das dann schon nochmal relativ, ne? Sind 10 Kilometer nicht gleich 10 Kilometer. Ja, also wenn du da vorbeikommen willst, kannst du es gerne machen, Ja, ich merke es mir mal vor. Vielen Dank. Klingt ne? total gut. Ja, also auch wenn du da vielleicht dann 10 oder so einen Halbmarathon oder was auch immer mitlaufen willst, ne? Also es werden wahrscheinlich da so ein paar Leute bestimmt fragen. Ja, wenn, würde ich das lieber ganz durchlaufen, sonst. Aber komm mal dann ja mal gucken. Ja, das ist eigentlich so ein Dann Ding. würdest du lieber selber alleine machen, deinen Lauf. Ja, Ne? das ist Ja, beim ersten Mal schon, ja, eigentlich ja. schon. Ja, Aber verstehe. beim zweiten Mal, klar. Ja.
Ich weiß, das ist ein großer Reizpunkt, glaube ich, auch für dich, ne? Wenn du dann auf Schleswig-Holstein kommst eigentlich. Ja, du, es war ja vor allem meine Idee halt andersrum. Aber natürlich kann man auch mal, also mein, mal gucken. Mal gucken einfach, wie weit das da ist überhaupt zu der Zeit, weil es ist natürlich auch genau, jetzt im Moment gehe ich noch davon aus, dass 3 Wochen später der Zut ist und vielleicht ist es ein ganz guter Trainingslauf auch da irgendwie mal 60 Kilometer zu laufen. Davor ist doch, ja, klingt gut. Cool. Ja, was soll ich dich jetzt noch fragen? Ne? Ist ja schon spät, ne? Ich merke, glaube ich, auch so ein bisschen, dass wir müde sind. Wir sind so ein bisschen träge gerade. Das ist irgendwie, ja, du vor allen Dingen. Du hast schon ein paar gemacht, ne? Ich habe ein paar gemacht zu einem Projekt hier. Meine Frau ist schon halt wahnsinnig davon, dass ich mich hier selbstständig machen will. Willpower. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Willpower. Wie die Jungfrau zum Kinde. Willpower. Willpower, das sind sie. Man sagt immer, das sind die Jungs in den schwarzen Hemden. Aber das ist eine sehr coole Gruppe von Leuten, sehr, sehr nette Leute, die kommen ursprünglich so ein bisschen aus der, ja, sagen wir mal so, der Chris von Willpower hat eigentlich irgendwann gedacht, Mann, warum sind wir alle eigentlich so komisch karnevalmäßig hier angezogen, die Läufer immer mit diesen Neon und Pink und Knallgrün und was, so laufe ich normalerweise ja auch nicht rum irgendwie. Und da er musikalisch so ein bisschen aus der Hardcore-Punk-Richtung kommt, hat er dann damit so eine Kleiderfirma gegründet. Und dazu kommt aber auch, dass die so einen Bereich abdecken, der Running with Attitude, also Haltung zu Sachen zu haben, einfach politisch Haltung zu Sachen zu haben, einfach Laufen zu verstehen als dieses Run Proud irgendwie, als ein Lebensgefühl. Ich laufe, ich bin stolz, dass ich laufe. Für mich, das Laufen steht für mich für eine Haltung, mit der ich im Leben mit den Sachen umgehe, wie ich mit Menschen umgehe, auch eine Abkehr von reinem Denken, was Gewinnen heißt, Bestzeiten heißt. Also man muss dazu sagen, das sind alles hervorragende Läufer. Also zum Beispiel Henning Lenatz, der einer der Redakteure von der Runners World, der ist auch Willpower-Athlet, der läuft Marathon in, weiß ich nicht, in 2:46. Aber das Setting, und die anderen sind auch wahnsinnig gut, aber das Setting ist, Gewinnen ist egal. Es geht nicht ums Gewinnen, es geht ums Machen von dem ganzen Teil. So. Mhm. Und das, hat mich sehr interessiert. Die sind auch vegan, ohne das jetzt groß an die Glocke zu hängen. Die sind eigentlich auch alle straight edge. Also das heißt, die so ein giftfreies Leben. Was für mich auch spannend war, nachdem ich irgendwie über das Laufen aufgehört habe mit dem Rauchen und auch irgendwann gemerkt habe, so das Alkohol lasse ich auch mal weg, weil ich irgendwie so diesen matschigen Morgen, auch wenn ich gar nicht so viel trinke, eigentlich mich das nur noch stört und dann gemerkt habe, dass mir das auch läuferisch eigentlich total viel hilft, wenn mein Körper sich eigentlich darauf konzentrieren kann, was er sowieso mit der Belastung zu tun hat und nicht noch irgendwelche Giftstoffe abbauen muss. So, genau, das kam auch noch dazu und dann habe ich die kennengelernt in Rottgau bei diesem Ultra im Januar und habe dann angefangen mit denen zu schreiben, das war damals noch über die sozialen Medien, da bin ich so ein bisschen ausgestiegen mittlerweile bei Instagram, aber da schlägt einfach mein Herz für. Willpower ist, finde ich, das Beste, was ich in der Läuferszene gesehen habe und deshalb ja. Ja, man entscheidet sich ja für irgendwas dann immer, ne? Also das, was man gerne, wo man sich mit identifizieren kann. Ja, da fühle ich mich zu Hause mit den Leuten, die ich auch kennengelernt habe, da bei denen, das sind einfach Leute, die ticken wie ich und die sind nicht nur cool, die sind vor allem nett. Die sind vor allem nett und die sind, mit denen bin ich politisch auf Linie und auch generell, was das Leben betrifft, so. Ja, ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort jetzt. Ne? Wir haben jetzt ja echt schon lange uns unterhalten und
ja, spannendes Thema auch mit deinen ganzen Ultra-Themen, die du da so machst, was du da jetzt alles so vorhast und. Ja, das Spannende dran, also um vielleicht noch ein Schlusswort zu finden, ist, dass ich gemerkt habe, ich war immer so unglaublich auf Bestzeiten am Anfang so, ne? Unglaublich ehrgeizig und so weiter. Das hat sich so ein bisschen geändert bei mir in letzter Zeit, dass ich merke so, ich will nicht, dass das Laufen mein Leben dominiert. Ich will nicht, dass, sondern ich will das eigentlich in eine Balance bekommen, sodass es gut ist für mich und dass ich merke, ich setze mir Ziele, die ich mir setzen kann, aber auch sage, wenn das zu viel ist, modifiziere ich das in was anderes. Ich möchte, also es ist für mich eher so eine ein Spiegel, wie ich mit Dingen umgehe, wie locker ich mit Sachen sein kann, wie ehrgeizig ich mit Sachen sein kann, aber nicht muss. So. Jo, dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Abend, liebe Zuschauer, und danke, dass du da warst, David. Das war echt toll. Jo. Bis dahin, Leute. Ciao. Tschüss.